Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 32 von Voxel Tycoon. Ja, letztes Mal haben wir hier gesehen, dass wir gewisse Bereiche überhaupt nicht geschafft haben zu beliefern. Da müssen wir unbedingt hinterher gucken, bevor sowas wie hier passiert, dass ein Unternehmen bankrott geht. Ich glaube, Steine haben wir aber nicht, oder? Haben wir vielleicht doch Steine? Da müssen wir auf jeden Fall darauf achten, dass wir das jetzt mal einmal in den Griff kriegen und das gucken wir uns jetzt nach dem Intro gleich an, ne? Bis gleich. So, dann wollen wir mal loslegen. Also, hier wird wohl beliefert, weil durchschnittlich, dann passt das ja. Hier ist es schlecht, aber wird beliefert. Hier sind Baumstämme, die vielleicht nicht beliefert werden, doch ist durchschnittlich gerade geworden. Dann ist Heubach erstmal klar. Hier ist nichts, weil es gibt sowieso keine Steine hier, oder? Wie war das? Ich glaube, wir haben keine Steine zum Liefern. Wir haben ja nur Eisenerz und Dingens hier auf der Karte, ne? Kohle, Eisenerz und Holz. Das sind die drei Rohstoffe, die wir haben. Mehr haben wir nicht. Gut, das heißt, Heubach ist klar. Der wird pleite gehen, da können wir aber nichts für. Hier haben wir Kohle. Kohle haben wir nicht. Also, doch, Kohle haben wir ja, oder? Klar haben wir Kohle. Okay, dann müssen wir mal ganz schnell zusehen, dass wir das mit der Kohle vielleicht noch hinkriegen. Wo ist jetzt die Kohle? Da ist sie, ne? Was kostet uns der Spaß denn? 99.000, ne? In 28 Tagen. Das bedeutet, wir müssen jetzt mal ganz schnell einen LKW auf die Route bringen. Haben wir da noch einen? Ne, natürlich nicht. Wir kaufen jetzt einen LKW, der Kohle kann. Kaufen. Auswählen. Halt hinzufügen. Hier unten. Laden, und zwar vollladen, dann Halt hinzufügen. Achso, da gibt es gar keinen Halt, ne? Noch schlimmer. Da müssen wir auch noch einen Halt bauen. Terminals. Wenn man jetzt mal die anderen Terminals sehen würde, wo die ihre Reichweite haben, aber das ist ja immer schlecht, ne? Da ist einer. Ich den jetzt hier in Zauberer. Der wäre möglich dann. Warte mal, drehen wir den. Schließen den da an. So, passt's. Dann Halt hinzufügen wir hier. Diesen Halt hinzufügen. Entladen. Speichern als. Kohle zu Gefräß Ost. Okay. Und Fahrzeug startet. Und hoffen, dass wir das hinkriegen, dass das nicht vorher zugeht. So, hier. Schreckliche Lieferung. Eisenerzbarren. Fährt denn da einer hin? Wahrscheinlich auch das nicht, weil da auch kein Halt ist, ne? Hier ist eine Bushaltestelle und da ist eine Bushaltestelle. Da ist aber kein Terminal. Terminal ist so eins. Dreh mal. Und setzt das so hin, dann passt das, oder? Da passt es auch noch, gut. So, da brauchen wir Eisenerz, welches wir ja hier dann wegkriegen können. Dafür müssen wir nur gucken, dass wir hier ein Fahrzeug jetzt holen. Kaufen noch eins. So eins. Geld reicht noch. Rufen das Fahrzeug auf. Halt hinzufügen. Die halten ja hier an. Laden. Und zwar voll. Und Halt hinzufügen. Da entladen. Das ist ein neuer Eisenerz zu Gefräß oben. Fahrzeug fährt. Das haben wir auch geklärt. Das wird beliefert, weil grün. Und hier ist Kohle, das haben wir gemacht, ne? Gefräß Ost, ja. Das heißt, das läuft erstmal. Hier ist grün. Hier ist orange. Was haben wir hier? Bretter. Verändert die Schließung. 35 Tage. Da können wir so einnehmen. Holz zu Melderichstadt Nordwest. Ne, das ist schon mal falsch.
Wo ist hier der Mülleimer zum Wegschmeißen? Ja. Individuelle Router. Ah, warte mal, wenn das... Da gibt es gar keinen Halt auch wieder, ne? Hier ist eine Bushaltestelle, da ist eine Bushaltestelle. Halt hinzufügen wäre nur hier. Der hat aber nicht die Reichweite bis da. Das bedeutet, müssen wir erst wieder was machen hier, terminalmäßig, ne? Und diese Terminals sind dann immer teuer, ne? Umdrehen geht hier nicht. Da wird es hingehen für 72.000. Ja, aber ist so. So. Das kann zu. Halt hinzufügen. Was kriegen die da? Bretter. Bretter werden die überhaupt noch hier angeliefert? Wo ist denn die Eisenbahn? Da. Bretter werden hier gar nicht mehr angeliefert. Dann lass uns erst Halt hinzufügen machen. Die Bretter kommen natürlich von hier ganz hinten dann. Ist aber erstmal so. Laden. Voll. Und das muss wohin? Wo sind jetzt die Haltestelle hierfür? Da. Halt hinzufügen, den entladen. Speichern als Holzbretter zu Wirgesanbau. Passt, Auto fährt. Und wie viel hatte der? 30 Tage noch, okay. Den setzen wir mal auf die Route, die wir gerade gemacht haben. Und das waren Bretter. Eisenbahn, 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 Eisen, Eisenerz, Eisenerz, Holz zu. Wirgesanbau ist das. Holzbretter, Wirgesanbau, der ist es. Starten wir den. So, die fahren da erstmal hin. Kohle wird wohl geliefert. Das ist grün. Das können wir nicht machen, weil Steine haben wir hier nicht. Das ist gelb, das wird wohl geliefert. Das ist orange, wird geliefert. Hier gibt es Zahnräder, die wir nicht liefern. Hier gibt es was. Das heißt, Zahnräder, produzieren wir die überhaupt? So, mal gucken, ne? Ich glaube, die machen wir gar nicht. Verarbeitung. Presse, Kreissäge. Legierungsschmelz und Presse, das ist ja definitiv nicht hier, ne, oder? Lagerhäuser, Labore. Ne, das will ich nicht. Wir müssen mal gucken, was das Labor macht, ne? Fahrzeug hat in den letzten 30 kein Geld eingebracht, okay. Logistik, was forschen wir denn gerade? Hat auf Ressourcen. Okay, wir forschen gerade sowas. Metallverarbeitung. Okay, das ist gar nicht hier. Das sah wie eine Holzschraube aus. Ist Metallverarbeitung. Die befindet sich hier. Aber sowas liefern wir hier gar nicht aus, oder? Das bedeutet, wir müssten jetzt hier was umstellen dafür. Wer produziert denn hier überhaupt irgend sowas? Keiner, ne? Hm. Industriegebäude, schrecklich. Industrie haben wir hier. Verarbeitung haben wir hier. Presse wäre da. Das kommt da rein. Müsste man nur wissen, was das braucht, ne? Ich glaube, ist egal, wie rum das da reinläuft, kann das sein.
würde es aber trotzdem umdrehen wollen und es so stellen. Und es ist an der falschen Stelle, war klar, ne? Ich dachte, die brauchen Eisen dafür. Ach, Stahlträger brauchen auch Eisen. Aber hier kriegen wir Eisenteile raus, wenn wir da einen Eisenbarren reintun. Ja. Förderband gebaut. Einmal die Richtung ändern, dann läuft das auch. Hier müssen wir einen Verteiler irgendwie haben. Gibt's sowas? Nee, ne? So, dann läuft das da rein, ja. Und dieses Haus hier, was macht das? Keine Ahnung, ne? Und da gibt es keine Fahrzeuge mehr, die das abholen. Das ist aber nicht schlimm, dann machen wir das da jetzt auf jeden Fall dran, ne? Und zwar so ein, ne, so ein, so läuft, ne? Gut, passt sogar. So, und ihm müssen wir jetzt noch sagen, dass er das produzieren soll. So, jetzt macht die Stanze erstmal Schrauben. Das ist gut. Jetzt müssen wir hier nur auch die entsprechenden Teile abholen, ne? So, das bedeutet, wir müssen Fahrzeuge haben. So, wo fährt der hin? Wo gab es diese Schrauben hier oben, ne? Okay, dann machen wir das mit dem Auto definitiv, weil weit weg auch sowieso vom Bahnhof. Kaufen. Das ist dieser LKW. Ich glaube, so einen haben wir noch gar nicht. Kann da sein. Halt hinzufügen ist dann hier. Laden. Vollladen. Halt hinzufügen ist dann da oben irgendwo. In der Hoffnung, dass da bei den Schrauben was in der Nähe ist. Und ja, das ist leider nicht in der Nähe. Das bedeutet, wir müssen da auch nochmal ein Ding jetzt setzen, Terminal. Warum gehen die alle so doof hier hin, die Terminals? Gut. Ah, nee, doch nicht, oder? Nee, das deckt leider nicht ab. Dann ist das da. Mellrich Stadt 6. Halt hinzufügen, Mellrich Stadt 6. Entladen. Speichern wir neu. Eisenteil zu mehr Stadt. Ja, ist okay. Und alles läuft. So, Garage ist leer. Das ist leer. Läuft erstmal, oder? So, wo ist das? Finden. Ah, das sind die Schrauben da. Und der Baumarkt, wo ist der? Der ist da. Ist die Frage, ob hier irgendwas passiert. 17 Tage, 39 Tage. Hat hier schon einer was angeliefert? Wo ist der? Fahrzeug folgen. Hat der jetzt Bretter drauf, ja. Das zweite Fahrzeug. Der fährt da noch hin. Der holt aber auch Bretter ab. Ich glaube, das ist dann passend, ne? So, das bedeutet, jetzt weiß ich nicht, wo der ist. Ist der das gewesen? Wegesanbau. Kann ich da draufklicken und komme da hin? Nee, ne? Er fährt auf jeden Fall nach Wirges. Wirgesanbau. Wo ist denn jetzt Wirges? Hier unten. Und da kommt er natürlich nicht hin, da muss er rundherum fahren irgendwie. Jetzt ist die Frage, wann der LKW kommt und ob es reicht, das hier frühzeitig abzuliefern, ne? Da ist er, glaube ich. Ja, das sieht erstmal gut aus. Jetzt wird gespeichert, ja. Hier unten ist der LKW.
Unternehmen ging bankrott, keine Kohle mehr. Schade, das hätten wir noch schaffen können, ne? Jetzt müssen wir hier gucken, was aus den 13 Tagen wird. Im Lager sind jetzt 3. Hier sind 12 Tage. Die produzieren hier aber wieder. Die Eisenteile sind das erste Mal geliefert hier. Sehr gut. Jetzt muss man hier gucken, dass das hochgeht, ne? Hier sind welche im Lager. 33 Tage, 12 Tage. Hier kommt, glaube ich, der zweite LKW. Ne, könnte sein. Wieso das Kohle-Ding da pleite gegangen ist, weiß ich auch nicht. Habe ich das nicht beachtet? Habe ich vergessen, da eine Linie hinzusetzen? Wahrscheinlich, ne? Na, da ist das halt so. So, da kommt auf jeden Fall der nächste LKW. Und 11 Tage steht hier noch. Jetzt wird hier wieder angeliefert. Hier geht es auf 20. Sind wir noch auf 10 runtergegangen. Hier auch geht es weiter runter auf 31. Aber der hat eben wieder langsamer gemacht, glaube ich, ne? 9 Tage. Hier sind 30 Tage immer noch angesagt, ne? 8 Tage. Sieben Tage. Es geht hier nicht hoch. 6 Tage. Ist die Frage, wann die LKWs dafür kommen. In Melrichstadt gibt es Holzbretter. Ist jetzt halb so wild, wenn die hier pleite gehen, ne? 4 Tage. Immer noch 4 Tage. 3 Tage. Ich sehe leider noch keinen LKW. Doch, da kommt einer. Schafft er es noch vorher und bringt das was? 2 Tage. Angeliefert. Ein Tag verbleibend. Oh, jetzt ist hier da was weggegangen. Ja, aber das ist auch weggegangen. Unternehmen ging bankrott, ne? Jetzt müssen wir da gucken, dass wir die dann auf Melrichstadt umswitchen. Bearbeiten. Ne, das ist jetzt nichts. Bearbeiten. Nicht Route umbenennen. Ach, hier muss ich hin und dann individuelle Route erstmal auswählen. So, jetzt müssen wir nur gucken, wo in Melrichstadt dann die Holzbretter gekommen sind. Ne? Wo ist Melrichstadt? Da ist gefräst. Da muss Melrichstadt ja hier irgendwo sein. Wirges. Melrichstadt. Wo sind die Bretter? Da sind die Bretter. Und das ist natürlich auch wieder kein Depot hier. Jetzt müssen wir nur gucken, dass es mit dem Geld klappt. Haben wir aber noch. Terminal. Ja, das ist leider da. Wenn ich das hier hinbaue, dann ist es hier gerade noch so dran, ne? Dann bauen wir das da schnell rein. So, hinzufügen. Die Bretter kommen hier an eigentlich. Wenn wir welche liefern würden, tun wir aber gar nicht, ne? Dann lass uns die Bretter gerade erstmal direkt holen und das müssen wir dann aber auf jeden Fall noch machen, ne? Laden, voll, Halt hinzufügen, diesen hier. Hat er, glaube ich, nicht genommen, ne? Jetzt entladen. Speichern als Holzbretter Melrichstadt 7, okay. Und der fährt. So, jetzt muss ich das Fahrzeug von der anderen Route noch haben. Anbau. Individuelle Route. Ne, wir müssen gucken, wo war das jetzt? Holzbretter zur Melrichstadt 7. So soll es sein. Ich hoffe, der dreht jetzt irgendwo.
Nur die Frage, wo, ne? Da fährt wahrscheinlich bis da ganz hinten hin. Holz, Heubach West. Wo ist das? Heubach West. Das muss hier hinten sein, Heubach, oder? Heubach Südwest von Transfer. West ist hier. Da gibt es keine Holzbretter mehr. Ne, nee, gibt es nicht. Hier gibt es noch was anderes: Schränke, Möbel. Die schaffen wir wahrscheinlich auch nicht, weil auch bald bankrott, oder? Ne, ist noch nicht bankrott. Da müssen wir uns gleich drum kümmern noch. Mellrichstadt Südost, ja, der kann da nichts mehr hinbringen. Das heißt aber, wir können hier die Details ändern. Das Fahrzeug kriegt jetzt das. Und dann sollte das hierfür klappen, aber ne? Da kommen schon die Balken an. Jetzt ist die Frage, ob er. Der hat die Balken. Jetzt habe ich doberweise den zugemacht, ne? Ich glaube, der ist das. Wie kann ich denn jetzt sagen, nächstes Ziel? Ach, hier wahrscheinlich, ne? Ja, so muss es, glaube ich, sein. Der ist richtig unterwegs. Der ist auch richtig unterwegs. Ja, ich hoffe, das klappt jetzt alles so. So, wie sieht's denn aus? Wir haben hier Schrauben, die immer noch bankrott gehen. Oh, 13 Tage. Das heißt, da reicht ein LKW wahrscheinlich nicht. Doof ist nur, dass wir wahrscheinlich jetzt zu spät mit dem nächsten kommen, ne? Wir kaufen den mal und setzen den auf die Linie. Wie heißt die? Mellrichstadt 6 Holzteile, ne? Holz, Eisenteile zu Mellrichstadt 7. Hier, nicht Holzteile. Okay, und starten. Ich hoffe, der kommt noch nicht, aber der hat ja hier noch keine Dingens, ne? Oder? Doch, hat er 12 Tage. Lass mal schneller laufen gerade. Obwohl der eine Wagen gerade wieder geliefert hat, ne? Oder? Zehn Tage verbleibend. Verhindere die Schließung steht da, aber ich schaffe das wahrscheinlich. 9 Tage, aber ich glaube, es ist langsamer, kann das sein? 8 Tage, da kommt ein LKW mit Ladung. Liefert er ab? Ja, 5. Stein ist, haben wir nicht. Das ist schon mal gut, aber hier geht es nicht gut, ne? Die Zahnräder, die Muttern hat sich ja übrigt wohl, wa? Oder? Obwohl, jetzt ist, steht das, das Spiel geht wieder langsam, alles klar. 5. Kommt noch ein LKW? Ne. Haben wir auch nichts mit zu tun mit der nächsten Geschichte da. Da kommt kein Lieferwagen mehr. Oh, ist aber auf schlecht gegangen da oben, glaube. 20, 0, ein Tag verbleibend und jetzt verschwindet die Fabrik, ne, oder? Ah, nee, es hat gerade geklappt. Sehr gut, sehr gut. Glück gehabt, ne? Okay, jetzt müssen wir weiter gucken. Aber das machen wir alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.